Hallo, liebe Freunde. Ich bin der Johannes Aramat Schlederer. Ich will euch heute über einen Teil meines Weges erzählen, der mich sehr in die Lichtarbeit und auf den Bewusstseinsweg gebracht hat. Wie immer hat es so begonnen, wie es immer beginnt, mit der Liebe. Meine große Liebe, die Erika Berthold, hat in der Zeit, als ich noch Manager in einem EDV-Konzern war und sehr kraftvoll unterwegs war, aber ein bisschen das Herz hat vermissen lassen und die Intuition, ist sie schon einen Weg vorangegangen mit ihrer Intuition, indem sie sich sehr um Bewusstsein, sehr um Heilung gekümmert hat und interessiert hat dafür. Sie hat eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht und hat mir immer erzählt von Informationen, wie wir Informationen übertragen, wie wir Heilung übertragen, hat sich so komische Zeichen auf die Haut aufgemalt, einen Sinus, und hat gesagt, das heilt. Ich war erst verwundert, als ich dann selbst die Erfahrung gemacht habe, als mich einmal eine Biene gestochen hat und die Erika hat mir einen Sinus aufgemalt, dass dieser Bienenstich in Kürze die Schwellung verloren hat, das Jucken, das Schmerz aufgehört hat. Und ich habe aber diese Erfahrung zugelassen. Und diese Erfahrung hat mir einen Weg gezeigt, weil ich immer dann mit meiner Neugierde erforscht habe, was steht dahinter, hinter dieser Erfahrung. Also ich appelliere an alle, besonders an Menschen, die sich sehr mental an etwas orientieren, eine mentale Beurteilung, eine Bewertung machen, bevor sie die Erfahrung sammeln, probiert es doch einmal umzudrehen und macht zuerst die Erfahrung und hinten nach die Bewertung. Weil wenn ich dann Argumente höre, wie diese idiotische Erfahrung brauche ich ja nicht zu machen, ich brauche mich ja nicht da bemalen, um eine Erfahrung zu machen, das sagt mir der Hausverstand, dass das ein Blödsinn ist, dann ist das sozusagen, dass wir eine Beurteilung vor der Erfahrung machen und das nenne ich dann Vorurteil. Also da kann man nicht wirklich mitreden. Also ich bitte an alle, versucht doch einmal diese Grenze zu überschreiten und versucht vor einer Beurteilung eine Erfahrung zu machen und sie dann zu beurteilen. Meine große Lehrerin war die Erika, die ist mit ihrer Intuition vorausgegangen und ich bin hinten nachgelaufen, habe nicht gewusst wirklich, wo es hingeht und habe dann lauter darüber geredet. Also sie ist meine große Lehrerin und Meisterin. Erika, willst du dich kurz zeigen? Das ist die Erika. Erika, danke für alles, was du mir gezeigt hast. Ja, danke dir. Dieser Weg führte uns eines Tages zu einer jetzt sehr lieben Freundin, zur Inge Reden. Ingeborg Reden ist daheim in Osttirol, in Eselsberg. Und Erika hat mich gefragt, nachdem sie eine Ausbildung dort gemacht hat, als Lichtquantentherapeutin, ja, da gibt es Tage der Begegnung. Und da kommen alle Therapeuten, die da Ausbildungen gemacht haben, hin und wir sollen auch unsere Partner mitnehmen. Fährst du da mit? Habe ich gesagt, na sicher fahre ich da mit. Ja? Und als ich zu der lieben Freundin, zu der Inge Reden, dann in das Haus gekommen bin, habe ich nicht gewusst, was da los ist. Ich habe gesagt, was ist da los, was ist da zu spüren? Gleich neben der Tür ist ein riesiger Amethyst gestanden in dem Ausmaß. Der hat eine Schwingung abgestrahlt, mir ist die Gänsehaut über den ganzen Körper gelaufen. Ja? In ihrem Wohnzimmer waren überall wunderbare Gegenstände verteilt, Scheiben verteilt. Ja?
viel vergoldet. An der Wand ist ein riesiges Gemälde gehangen, das sie selbst restauriert hat. Und dieses Gemälde war gemalt von einem alten Meister aus den Zeiten Michelangelos und war betitelt mit die Erscheinung des Erzengel Gabriel beim heiligen Bernhard, beim Bernhard von Clairvaux. Jetzt weiß ich in der Zurückerinnerung, was das für eine faszinierende Bedeutung hatte, denn der Bernhard von Clairvaux war der Initiator der Kreuzzüge und die Ritter, die sich zusammengeführt haben, um die Kreuzzüge nach Israel ins Heilige Land zu machen, hatten den Auftrag über den heiligen Bernhard vom Erzengel Gabriel bekommen, doch den Schatz des Königs Salomon unter dem Tempel von Jerusalem zu finden. Und haben den dann wirklich gefunden, haben den nach Frankreich gebracht und haben den studiert. Und diese Artefakte waren angeblich in 19 Särgen enthalten. Und das Studium dieser Artefakte hat diese Menschen, diese Ritter, die dann die Tempelritter genannt wurden, und einen Orden der heiligen Ritter vom Kreuz Jesus, wird er da genannt, gegründet haben. Und das Wissen dieser Artefakte und dieses Schatzes von König Salomon umgesetzt haben. Und dieses Wissen war viel basierend auf heiliger Geometrie. Was ist heilige Geometrie? Es ist eine Anordnung von geometrischen Symbolen und Zeichen, die eine bestimmte Abstrahlung von Lichtquanten und Neutrinofeldern ergibt. Und das war ein Teil, das mir die Erika näher gebracht hatte, ohne es wirklich mit männlicher Sprache auszudrücken, sondern sie hat mich ganz einfach dorthin geführt. Und ich habe in meiner männlichen Sprache das hinten nach erforscht und begonnen faszinierend zu sprechen drüber und begeistert zu sein und diese Begeisterung auch laut in Worten hinauszutragen. Und als wir dort bei der Inge Reden waren, eine Woche lang, war ich fasziniert. Immer wenn sie von bestimmten Energien gesprochen hat, habe ich so ein Singen im Ohr bekommen. Ja, habe dann ganz irgendwie einen mystischen Blick bekommen und die liebe Inge Reden hat dann gesagt, hörst das auch, die Engel, gell? Ja. Dann habe ich gewusst, was diese wunderbaren Wesen, die Engel, aber auch ebenso aufgestiegene Meister in anderer Art oder Naturwesen in anderer Art, für Oberwellen in Ton produzieren, die man erst hören kann als Schwingung, wenn man diese gesteigerte Wahrnehmung bekommt. Anscheinend hat sich da bei mir etwas geöffnet in dieser Zeit. Und überall sind diese wunderbaren Artefakte umgesetzt gewesen in Geometrien. Und ebenso habe ich dort gefunden, diese beiden faszinierenden Bücher von Thrunwaller Melchisedek über die Blume des Lebens, die ihr hier hinter mir seht, in vollendeter, erweiterter Form. Das ist eigentlich nicht die Blume des Lebens, das ist die erweiterte Blume des Lebens, die fünfdimensionale Blume des Lebens, weil die Mysterienschulen, die alten Meister der Mysterienschulen, haben hier eine Grenzlinie gezogen, um diese Weiterzeichnung dieser wunderbaren Blütenblätter einzuschränken und das Geheimnis zu verbergen, was sich entlüftet, wenn wir diese Blume des Lebens weiterzeichnen, so wie jetzt. So, ihr seht, hier sind 1, 2, 3, 4 und 5 Kreise übereinander und ebenso in allen Diagonalen. Und bei einer normalen Blume des Lebens sind es nur 3 Kreise nebeneinander. Also ich nenne diese Blume des Lebens die erweiterte oder vollendete Blume des Lebens oder die fünfdimensionale Blume des Lebens, weil sie uns zu einem höheren Bewusstsein
leitet. Dieses höhere Bewusstsein besteht darin, dass in diese Blume des Lebens dann die platonischen Festkörper visuell und geistig integriert werden können. Die platonischen Festkörper sind Würfel, Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder, Dodekaeder und stellen eine Verbindung der männlichen Energie, die platonischen Festkörper, nur bestehend aus Kanten und Geraden, also der männlichen Form der heiligen Geometrie, in einer Integration mit der perfekten, erweiterten Blume des Lebens in perfekter weiblicher Form dar. Und diese Integration des Männlichen und Weiblichen führt uns zuerst in das Christusbewusstsein, in die vierte Dimension, durch die Integration der Gehirnhälften haben wir erst die Voraussetzung, in das Herz zu kommen und dann die materielle Veränderung anzustreben. Und diese materielle Veränderung ist dieser Weg in die fünfte Dimension. Und diesen Weg hat mir die Erika geleitet, als weiblicher Gegenpol zu meinem männlichen Gehirn, das strukturiert und in rationalen Formen und in bewertenden, beurteilenden, kritisch denkenden, vergleichenden Formen gedacht hat. Und diese Verbindung, dieser Verbindung bedarf es, um in diese höheren Welten der Lichtheilung, der Energetisierung und des Bewusstseins kommen zu können. Wie ich dann weiter gelernt habe von unserer lieben Lehrerin, der Inge Reden, und natürlich immer geführt von der Erika, war, dass all diese Geometrien oder viele dieser Geometrien eine Symmetrie hatten. Eine linke Seite und eine rechte Seite. Wenn wir diese Geometrien betrachten, wird unsere linke Gehirnhälfte angeregt über das rechte Auge und die rechte Gehirnhälfte über das linke Auge. Das hat mich dann erinnert an die Mysterienschulen der Ägypter. Das linke Auge des Horus, die weibliche Energie, zu aktivieren, die Intuition und die Beseitigung und Bearbeitung aller unserer Ängste, und das rechte Auge des Horus, die linke Gehirnhälfte und die Logik, rationelle und beurteilende Energie, die sich über die heiligen Geometrien damals vollzogen haben. Und die Mysterienschule bestand aus 12 Jahren Arbeit in der Schule des linken Auge des Horus, an der rechten Gehirnhälfte, der weiblichen Energie, und jedes Jahr wurde verbracht in einem Tempel am Nil. Und jedes Jahr wurde ein Tempel weitergerückt, bis zur Vollendung dann in der Arbeit des rechten Auge des Horus, der linken Gehirnhälfte, der männlichen Energie, die dann nur mehr in heiliger Geometrie geschehen ist und niemals aufgezeichnet wurde, außer an einer einzigen Wand in der Cheops-Pyramide, in der großen Pyramide, wo man durch die Halle der Aufzeichnungen geht und dann rechts um die Ecke, glaube ich, und dann ist auf einer Wand sind diese wunderbare Blume des Lebens, aber in der alten Form noch, in der verkleinerten Form, und die 47 Chromosomen des Christusbewusstseins. Wer sich etwas mit DNA beschäftigt hat und sich gekümmert hat um Chromosomen in unserem Körper, wird vielleicht in Erinnerung haben, dass es hauptsächlich 46 Chromosomen gibt und dass dieses 47. Chromosom sozusagen die Erweiterung unserer DNA ist und uns jetzt zum Christusbewusstsein führt und wir diesen Wettbewerb besser sein zu müssen als andere und ständig zu vergleichen, was verhindert, dass wir uns zusammenfügen und vereinigen und dieses Herz auch vereinigen und von anderen lernen können,
Das ist die Lehre davon, ins Christusbewusstsein zu kommen. So wie ich über meine weibliche Partnerin, über die Intuition erfahren habe und diese in Sprache ausgedrückt hat, bin ich ihr dann wieder gefolgt, als sie eines Tages die Naturwesen zu erforschen begonnen hat, weil sie über innere Stimmen erfahren hat, mit Naturwesen in Kontakt zu treten. Ich habe nicht gewusst, was das soll, dass sie im Winter nach Griechenland gerufen wird von Naturwesen. Ich habe mir gedacht, das ist verrückt. Aber genau diese Verrücktheit lässt uns neue Wege gehen, neue Wege des Herzens gehen. Also, wenn ihr was tut, was nicht normal ist, wenn euch jemand als verrückt bezeichnet, ist das ein Zeichen, dass ihr wahrscheinlich am richtigen Weg seid. Geht ihn weiter, aber bedächtig. Was ich dann von unserer lieben Freundin, von der Inge Reden, gelernt habe, ist, dass regelmäßig Engel mit ihr gesprochen haben und ihr Wege gezeigt haben, wie sie dieses höhere Bewusstsein in Heilung den Menschen zugutekommen lassen kann. Und ihr wurde eingegeben über Engeln Zeichnungen, die sie dann auf unterschiedliche Geräte wie Heilscheiben oder Artefakte wie einen Globus zur Heilung der Menschen, zur Heilung der Raumenergie gegeben hat. Was macht also diese heilige Geometrie? Wenn ich mir jetzt so eine Scheibe ansehe, zum Beispiel die Krayonscheibe, dann hat die vielfach hier heilige Geometriesymbole drauf. Und diese heiligen Geometriesymbole dienen speziell bei der Krayonscheibe, die auch das Christusbewusstsein anregt in Materialisation, beeinflusst die unseren physischen Körper, unser Zellsystem, wenn wir die in das Bett legen und diese Energien in unserem Zellsystem, über unsere Füße, in unseren Körper aufnehmen. Wie kommt das zustande? Wie kann es sein, dass heilige Geometrie auf einer simplen Messingscheibe, die natürlich schön vergoldet ist und wunderbar regelmäßig und genau diese Symbole eingeritzt hat, verstärkt in dem Fall mit einem Rosenquarz in der Mitte, wie kann die ihre Wirkung haben? Und das ist eines dieser großen Geheimnisse, die mittlerweile schon vielfach entdeckt wurden auf der Welt, dass heilige Geometrie Schwingungen aufnimmt, Schwingungen aus dem Äther, das ist zu einem die Abstrahlung von Mutter Erde, die magnetische Energie, wieder die weibliche Form, und auf der anderen Seite die Abstrahlung aus dem Kosmos, die Weltraumstrahlung, wenn man so will, ist elektrische Energie. Es ist ein ständiger Fluss von elektrischer und magnetischer Energie in unserem Äther hier, und wenn wir heilige Geometrie und extreme Lichtleitung durch Gold oder zum Beispiel durch einen weißen Marmor, der in seiner kristallinen Struktur wieder Abstrahlungen bildet, wie auf der Michaelsscheibe hier, dann hat das zur Folge, dass Lichtquanten, eben diese Strahlungen, fokussiert werden, also gebündelt werden, zentriert werden und damit eine stärkere Wirkung bekommen und durch die Geometrie auch in andere Formen kommen, wo Harmonisierung hergestellt wird. Als ich Jahre später erfahren habe von meinem lieben Freund und Lehrer Bruce Lipton, einem Mitentwickler der Epigenetik, dass unser Zellsystem die Zellmembran leitend ist, wenn wir in einem Harmoniefeld sind und die DNA-Information aus der Zelle
heraustreten kann und sich mit der Nachbarzelle verbinden kann, über diese Zellmembran, eine hauchdünne Schicht an Proteinen, dann kommt es so zwischen Zelle und Zelle zu einer Vernetzung, zu einem Stromfluss und einem Hormonfluss von hauptsächlich Dopamin. Und diese Zellverbindung heißt Synapse. Und wenn wir Synapsen in unserem Gehirn oder anderen Zellsystemen bilden, dann heißt diese Verbindung Gesundheit, Wohlbefinden, Fülle, Kraft, Herz verbinden, wenn wir das Herz mit einbeziehen in das Zellsystem. Und diese Zellsysteme, die sich immer mehr in unserem Körper verbinden, haben dann immer die Fähigkeit, noch stärker sich mit der Außenwelt zu verbinden. Und das war eines der großen Lernthemen, was ich aus der weiblichen Welt bekommen habe. Von der Erika Berthold und von der Inge Reden, meiner lieben Lehrerin, die diese wunderbaren Aurovital-Lichtquantengeräte erschaffen hat. Wenn man diesen Globus einmal wahrnimmt, ist das ein Energiefeld, das ist ziemlich schwer, das ist ca. 4-5 Kilo und ist aus Vollmessing vergoldet mit heiligen Geometriesymbolen auf der Bodenfläche und auf der Kugel angebracht und der soll jetzt in diesem Zeitalter gegen Osten ausgerichtet sein mit diesem Zirkonkristall und auf diese Art die Raumenergie hier energetisieren. Also ein Harmoniefeld in diesem Raum machen. Und wir mit unserem menschlichen System sind eigentlich immer sehr in der polarisierten Welt, in der dualen Welt. Das ist auch gut so. Und da werden wir auch immer bleiben. Was ist Weiterentwicklung? Was ist Evolution? Was treibt uns an? Es treibt uns an, dass wir ein Spannungsfeld wahrnehmen, eine Sehnsucht wahrnehmen, wo wir hinwollen. Diese Sehnsucht ist ein Antrieb von uns, uns weiterzuentwickeln zu Gott. Das zu werden, alles was ist und mit allem was ist, verbunden zu sein, dann sind wir in der ständigen Wahrnehmung, dass wir ein Teil Gottes sind und damit Gott sind. Was uns trennt von Gott, ist immer wieder diese Wahrnehmung, dass wir noch nicht so weit sind, dass diese Sehnsucht aufrechterhalten wird. Und diese Sehnsucht, dieses Herzfeuer, das wir dafür haben, in diese Harmonie zu kommen, ist der Antrieb zur Heilung, ist der Antrieb zur Weiterentwicklung zu Gott und ist auch der Antrieb für jeden Verkäufer, wenn man so will. Jeder Mensch, der dir vermitteln will, dass du das Produkt oder die Dienstleistung von ihm benötigst, dass du das kaufen sollst, erschafft in dir eine Sehnsucht nach dem. Eine Sehnsucht von dieser Getrenntheit, die du jetzt noch hast, zur Harmonie. Und diese Wechselwirkung, Trennung und Harmonie, Sehnsucht und Ausgleich zu erfahren, ist nichts anderes als Heilung und wird durch die Geometrien der Lichtquantengeräte bewirkt. Wie ich hier auf dem Tisch ausgebreitet habe, ist eine Ansammlung von diesen Lichtquantengeräten und die haben alle einen unterschiedlichen Zweck. Es würde den Raum sprengen, das jetzt alles zu erfahren. Das könnt ihr auf meiner Homepage nachlesen, www.lichtstrahl.org oder auf der Homepage von Aurovital, www.aurovital.at. Und ich will euch nur kurz demonstrieren, wie so ein Lichtquantengerät die Selbstheilungskräfte von Menschen forcieren kann. Wenn ich sage, wir heilen mit Schwingungen
und stellen ein so harmonisches Schwingungsfeld her, dass wir die Zellmembran so durchlässig machen, dass sich immer mehr Zellen vernetzen, immer mehr Energie in uns fließt und wir auch die Fähigkeit haben, immer mehr diese Energie nach außen fließen zu lassen und sich mit anderen Menschen, mit der Natur, mit Naturwesen in Heilung zu verbinden, dann ist es eigentlich der Weg, immer mehr Harmonie herzustellen und nur immer kürzer in diese Getrenntheit einzutreten, bis wir die gar nicht mehr brauchen. Was dann ist, kann ich euch nicht sagen, aber möglicherweise beginnt dann ein Zyklus auf höherer Schwingungsebene. Inge Reden hat von den Engeln und Meistern, es war auch immer wieder Paracelsus dabei, oder Quantenphysiker wie Heisenberg, hat sie dieses Lichtquantengerät erschaffen. Es ist aus 24 oder 18 Kaliber Gold, glaube ich, vergoldet, aus Messing, und hat hier oben einen Zirkon eingesetzt, einen Edelstahl, und nimmt von hier oben die kosmische Lichtstrahlung auf. Das wird über das vergoldete, die vergoldete Oberfläche geleitet und am Boden, auf dieser Platte am Boden, sind heilige Geometriefiguren angebracht und Symbole ebenso auf diesem Topf hier. Diese heiligen Geometriesymbole bewirken eine Bündelung, eine Fokussierung und eine Harmonisierung dieser Lichtquanten, die unendlich lange von oben zur Verfügung gestellt wird. Das ist die Energie, die zukunftsweisend wird. Da müssen wir nicht mehr die Ressourcen der Erde ausbeuten, da müssen wir nicht mehr die Natur zerstören. Das ist eine Energie, die uns permanent und kostenlos zur Verfügung stellt. Energie der Strahlung des kosmischen Lichts aus dem Weltall. Man könnte sagen, göttliche Energie. Was diese spezielle Schwingung verändert, die jeder einzelne Mensch anders erfahren kann, hat damit zu tun, dass ich bei Menschen austeste, womit ein Mensch in Resonanz geht, in diese Gleichschwingung geht. Das heißt, was er zu seiner Weiterentwicklung, zu seiner Heilung, zu seiner Bewusstseinsförderung bedarf. Und alles, was da in Resonanz geht, kann so eine Heilscheibe, so ein Heilgerät sein. Ich kann zum Beispiel feststellen, dass dieser Mensch geopathogene Störungen hat. Das heißt, in seinem Umfeld, in seinem Haus, wo er schläft oder arbeitet, sind Energiefelder, die nicht gesundheitsförderlich für ihn ist und die ihn entweder krank werden lassen oder getrennt sein lassen von irgendwelchen anderen Energien, dann würde ich zum Beispiel diesen Globus, diesen Lichtquantenglobus austesten und ihm empfehlen, den einmal bei sich aufzustellen. Aber nicht nur diese Lichtenergiescheiben, auch viele, viele Symbole von Heiligen, von aufgestiegenen Meistern. Da ist eins der alten Bilder, die von Jesus stammen, oder heilige Geometrie wie Spiralen oder Bilder von Engeln oder dein Jesusbild zum Beispiel, die alle beinhalten Energien. Ebenso Energien beinhalten Quarzkristalle. Danke. Quarzkristalle in unterschiedlichen Farben, wie da zum Beispiel ein Sodalit oder Bergkristalle oder was haben wir denn noch, Jaspis, die Chakren orientiert den Menschen über unterschiedliche Organbereiche zur Selbstheilung, die Kräfte anregen zu helfen. Ja? Wenn ich die jetzt austeste, dann lasse ich meinen
Kunden und den Menschen, die Steine halten, wie dieser Labradorit zum Beispiel, das ist ein Schmerzstein. Und ich teste zugleich mit der wunderbaren Redenroute, die Inge Reden selbst konstruiert hat, die mit Rosenholz und vergoldeten Spiralen eine besonders intensive und sensible Schwingung hat, lasse den Menschen das halten. Und wenn das in Resonanz mit ihm geht, weiß ich, das ist ein Feld, dieser Kristall beinhaltet ein Feld, das den Menschen zur Heilung der Selbstheilungskräfte anregt, und dann kommt der hinein. Ein anderer kommt nicht hinein, den lege ich in eine andere Schale dann. Ein dritter Kristall, wie dieser, haben wir da zum Beispiel einen Obsidian, teste ich aus, ja, dann weiß ich, dieser Obsidian steht für Heilung in einer bestimmten Art vom Wurzelchakra und kommt da hinein. Oder ein Chrysokoll, der steht, das ist der sogenannte Friedenstein, den würde ich für Menschen austesten. Wenn ich den austeste zum Beispiel, würde ich den Menschen die Frage stellen, magst du gern Frieden, magst du gern Harmonie? Dann bin ich ziemlich überzeugt davon, dass das ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist und immer diese Harmonie herstellen will, aber um den eigenen Preis. Also wenn sich der Mann und der Sohn vielleicht streiten darum, wer heute den Mistkübel runterträgt und zum Mülleimer geht, und dann ist vielleicht diese Person, die Frau, die das nicht aushält, diesen Unfrieden, und sagt, hört auf zu streiten, ich trage ihn selbst. Aber geht damit ins Opfertum, ins Leiden. Also das sagt mir dieser Stein von der Resonanz aus. Und all diese Steine, so wie die wunderbaren Naturwesenessenzen, das sind 12 wunderbare Essenzen, die der Erika aus der Welt der Naturwesen eingegeben wurde, und wie zum Beispiel ein Feuersalamander, ist Transformationsenergie. Letztens habe ich für einen jungen Mann ausgetestet, das kleine Wesen Gehobia, und der steht dafür, dass er Ängste im Dunkeln hat. Dieser 9-jährige junge Mann hatte ein traumatisches Erlebnis in seiner Kindheit, als sein Vater gestorben ist, und seither hat er unbegründete Ängste in der Dunkelheit, und die Mutter hat mich schon am nächsten Tag angerufen, wie sehr ihm das geholfen hat, als er mit diesem Naturwesen in Kontakt gekommen ist. Und hier hineinzugeben, irgendwelche Essenzen wie Naturwesenessenzen, Kristalle oder auch Homöopathika aus einem Testsatz, die ich austeste, oder eben energetische und karmische Essenzen, die alle kommen da hinein. Das kosmische Licht wird über die Geometrien verstärkt, und damit wird diese Schwingung mit verstärkt und den Menschen hier über diesen Strahler, über diesen Beamer zugeführt, einerseits auf die Thymusdrüse. Also ich würde das dann so verstellen. Mit diesem Strahl, das heißt, es gehört etwas höher gestellt noch, diesen Strahl aufs dritte Auge, auf das Thymusdrüse stellen, die Heilung sehr forciert, von den unteren Körperregionen. Und wenn ich da davor sitze und da hineinschaue in eine Farbe mit Lichtkristall hinterlegt, dann merke ich schon, das tut was mit mir. Das stellt eine Harmonie in mir her. Und ebenso teste ich auch, wie lange der Mensch dann vor mir sitzt, vor dem Gerät sitzt, und wie lange er das braucht. Meistens merken die Menschen selber, wenn sich eine Veränderung vollzogen hat und die Harmonie wieder in meinem Körper eingekehrt ist. Wenn man da hineinschaut, kannst du da mal drauf fokussieren, dann merkt man auch, dass das eine bestimmte Harmonie ist. Diese Scheiben hat die Inge Reden ausgetestet,
sind die Chakrenscheiben von den 7 Hauptchakren, den alten Hauptchakren, und öffnen die einzelnen Chakrensysteme, dass diese Energie überhaupt besser zur Wirkung kommen kann. Und viele Menschen treten dann ein in eine Phase, wo sie diese Lichter in diesen Kristallen doppelt sehen. Das heißt, die Kontrolle aufgeben, das heißt, das Unterbewusstsein so öffnen, dass sich diese Schwingungen im Körper manifestieren können. Ich habe damit und im Zusammenhang mit anderen Arbeiten natürlich auch sehr viele Selbstheilungskräfte aktivieren können, wo Krebs und andere Krankheiten von Menschen sozusagen durch die Selbstheilungskräfte und deren Anregung von Menschen sich die Menschen selbst geheilt haben. Ein Gerät will ich euch noch zeigen, das sehr zur Weiterentwicklung beigetragen hat. Das ist dieses Medaillon. Dieses Medaillon ist ein persönliches Medaillon, das erst zur Wirkung kommen kann, wenn ein bestimmter Level des Bewusstseins überschritten wurde. Also ich glaube, dass es mit der Gehirn- und Herzintegration zu tun hat und wo in diesem Medaillon vielfach heilige Geometriesymbole angebracht wird und die Initialien und der Anfangsbuchstabe meines Vornamens eingraviert wurde. Es ist personalisiert. Es wirkt daher für meine persönliche Weiterentwicklung fördernd. Was heißt meine persönliche Weiterentwicklung? Dass die Seele in Einklang kommt mit meinen Handlungen, mit meinem Tun, mit meiner Sprache und was ich in die Welt bringe. Und das ist die Essenz von Gesundheit. Liebe Freundinnen und Freunde, da kann man nicht drüber nachdenken, das kann man nur erfahren. Indem wir was tun, was unsere tiefe innere Stimme, eben dieser Kontakt mit unserer Seele, uns sagt, aber nicht dieser Kontakt zu unserer Angst, wo uns unser Inneres warnt davor, etwas nicht zu tun, weil wir sonst böse Erfahrungen machen, sondern was wir in die Welt bringen, was uns wirklich Freude macht, was uns glückselig macht, was uns Verbindungen herstellen lässt, das ist unsere Seelenaufgabe. Und die kann man nur langsam erfahren. Die kann man nicht im Kopf mit dem Ratio finden, mit einer kritischen Beurteilung finden, die kann man nur durch Zugang der Seele finden, zur Seele finden. Und das sind diese Unterbewusstseins- und Überbewusstseinsprozesse. Unterbewusstseins, wo ich zuerst diese Bilder bekomme und die Ideen, und Überbewusstseinsprozesse, wo ich total in Begeisterung und Euphorie gehe. Und Begeisterung zu haben für etwas ist die Essenz unseres Lebens. Begeisterung geht nur mit offenem Herzen. Und eines meiner Anliegen ist es, hier in Wien dieses Feld aufzubereiten. Dieses Feld für offene Herzen, dieses Feld für Begeisterung, dieses Feld für den Raum Wien. Und mein lieber Freund Cheat von CheatTV, Cheat Liuzzi, ist da ein Botschafter, mit dem ich gerne mit ziehe und wo wir zusammenarbeiten, die Welt zu vernetzen mit herzoffenen Menschen und dieses Feld aufzubereiten und viele Menschen, der Natur und Mutter Erde mitzuhelfen, dies zu verbinden. Ich danke euch herzlich. Checkt immer wieder unsere Homepage www.fairvolkwisdom.at von der Erika oder naturwesen.eu von der Erika oder meine Homepage schlichtsal.at oder ganz einfach CheatTV
Und es würde mich freuen, wenn ihr im Juni, am 12. Juni oder auch dazwischen schon immer wieder zu uns herkommt nach Wien, um diesen Raum zu erweitern und die Erde und die Menschen und den Kosmos und die ganze Welt zu verbinden. Ich danke euch.